Hallo und herzlich willkommen im Orsi-Showroom in Künzelsau. Ich zeige Ihnen heute, wie man einen User auf unserem WGT-Automaten anlegt. Dazu loggt sich ein Admin ein und geht ins Admin-Menü. Hier haben wir jetzt den Button Nutzer anlegen. Hier muss ich jetzt eingeben einmal Account und einmal der Name. Hintergrund ist, Account erscheint auf dem Report, auf der Rechnung, der Name erscheint nur hier im Display. Kann also beides gleich gehalten werden. Nun vergebe ich diesem User Rechte, die er besitzen soll. Ich kann ihm Admin-Rechte geben, ich kann ihm Service-Rechte geben, ich kann ihm aber auch nur Rechte zur Entnahme oder zur Befüllung geben. Das tue ich hier. Ich vergebe ihm jetzt alle Rechte. Und jetzt entscheidet der User, wie möchte er sich anmelden. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Einmal mit dem RFID-Chip. Einmal mit der RFID-Karte, aber er kann sich auch mit einem PIN seiner Wahl einwählen. Den müsste er jetzt hier in dem Augenblick eintippen oder wie gesagt eben diese RFID-Karte davor halten. Diese wird ausgelesen, der User ist drauf, ich drücke auf Speichern und der User ist gespeichert. Ich verlasse das Menü, User ist drauf, alles schick, es kann entnommen werden. Viel Spaß!